Polizei, machen wir mit dem Stream einmal aus. Oh Gott. Wieso? Ricarda Lang beim asiatischen Mittagessen zu filmen, ist in diesem Lande inzwischen schon eine Gefährdung der Zielperson und führt zu einer bundeskriminalamtlichen Maßnahme der Sicherungsgruppe 2. Betroffen, Weichreite TV, Sebastian Weber. Er muss hier noch einiges lernen. Ich habe mir die Szene ganz genau angeschaut. Ich habe sogar beim BKA angerufen, bei den Personenschützern von Frau Lang. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes ist mir als ehemaliger oder immer noch Mitarbeiter im Deutschen Bundestag selbstverständlich geläufig und ich besitze die ganzen Telefonnummern. So habe ich es mir nicht nehmen lassen, dann selbstverständlich bei der Sicherungsgruppe 2 verantwortlich für den Personenschutz von Frau Ricarda Lang gestern in Potsdam bzw. in Grünheide. In Potsdam war Frau Wagenknecht verantwortlich sind. Ich erwarte dazu noch einen Rückruf, denn niemand ist am Telefon in der Lage gewesen, mir die Rechtsgrundlage der Maßnahme gegen Weichreite TV zu nennen. Dabei ist es so einfach, es ist Paragraph 54 Platzverweisung im Bundeskriminalamtsgesetz. Aber wir schauen uns mal an. Er wollte hier am Anfang ein Interview und am Anfang war diese Situation noch weitaus weniger dramatisch, als es dann am Ende so gekommen ist, dass Frau Lang sich bei ihrer Peking-Ente oder was auch immer sie gegessen hat, dann vom Bundeskriminalamt hier hat wieder mal beschützen lassen müssen. Los geht's. Ja, ja, da bietet sich's natürlich an, wenn man mal mit Frau Lang redet. Wir haben gerade schon gesagt, dass wir kein Interview machen. Wir können total gerne abseits von dem Interview reden, wenn Sie da Interesse haben. Warum haben Sie denn Angst vor der Presse? Ich habe keine Angst vor Ihnen, aber ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir das nicht machen. Wenn warum Sie wollen, denn nicht? An anderer Stelle? Sind Sie nicht Politikerin? Wollen Sie nicht, dass so viele Menschen wie möglich das mitkriegen? Weiter geht auch mit der... Ja, ich kann mich ein bisschen rangehen. Frau Lang, haben Sie keine Angst vor der Kamera, bitte? Nee, wir haben Ihnen gerade gesagt, dass wir hier keine Interviews machen und das ist jetzt bitte auch mal... Stream weitermachen, ne? Fassen Sie mich nicht an. Fassen Sie mich nicht an. Fassen Sie mich nicht an, da muss man sagen, wer aktiv auf Politiker zugeht, die mehrfach Nein gesagt haben, eine abweisende Handbewegung machen und das nicht wollen... Da hat das BKA das Recht, diese Person mal etwas zur Seite zu schieben. Ihr könnt ja mal gucken, achtet drauf, die Knöpfe im Ohr, was sie an den Gürteln tragen, das sind Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, des BKA, direkt unterstellt, nennt sie Faeser. Das sind keine Polizisten aus Brandenburg, sind keine Dorfpolizisten. Schaut mal genau zu. Dann hören Sie bitte, was ich Ihnen sage. Ich habe gesagt, Sie können hier nicht. Warum darf ich nicht dabei sein, wenn eine Politikerin auf diesem grünen Champion ist? Hallo? Hallo? Ey, was soll denn das? Hier kannst du von mir aus weiter streamen. Warum? Wenn ich hier gerade an einem Interview interessiert bin? Ja, aber hier wird gerade keiner mit dir ein Interview machen. Warum nicht? Tja, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Frau Lang, warum wollen Sie mit mir nicht reden? Alleine diese Reaktion, sich so zu echauffieren, wenn man da weggeschoben wird, das führt jetzt gleich dazu, dass noch weitere Maßnahmen folgen. Denn man muss ganz genau wissen, ab wann man einen Punkt überschreitet. Das BKA ist in der Situation für den Schutz verantwortlich. Und sie schieben einen dann auch zurück und vor allem, sie haben ja die Möglichkeit gelassen, du kannst weiter streamen, aber halte ein paar Meter persönlichen Abstand. Das hätte er einfach einsehen müssen hier. Soweit so nicht dramatisch, aber jetzt ging das Ganze natürlich noch über das Mittagessen hinaus und schaut euch mal an, wo er sie gefilmt hat. Wir könnten jetzt richtig penetrant an den Fenstern stehen und sie beim Essen filmen, aber wer will das? Wer will das? Scheiße. Nee, das können wir beim ersten Mal echt nicht machen. Scheiße, wenn du willst, aber du kannst doch Feierabend machen. Oh. Frau Lang, ey, mit drei Fragen hätten Sie das hier einfach abbrechen können, ja? Würde Sie jetzt hier niemand mehr beobachten? Drei einfache Fragen wären es gewesen. Soweit? So schlimm. Hier wird wirklich Frau Lang beim Mittagessen belästigt. Ja, Politiker in der Öffentlichkeit müssen das erdulden. Das Problem von Weichi ist jetzt gewesen, er hat gestreamt. Er hat keine Aufnahme gemacht und sie später veröffentlicht. Und damit kommt jetzt hier das, was das BKA brauchte, um ihn gleich hier zu entfernen. Denn normalerweise ist die Landespolizei zuständig für einen Platzverweis. Da hat jedes Landespolizeigesetz eigene Gesetze. Ich war selbst schon von einem Platzverweis betroffen, den das BKA mir gegenüber aussprechen wollte, obwohl sie keine Zuständigkeit hatten. Das Ganze, das kann man immer juristisch auslegen in die eine oder in die andere Richtung. Jede Landespolizei hat das Recht, Platzverweise auch zur Verhütung von Straftaten
auszusprechen und so weiter und so fort. Ihr kennt diese ganzen Dinge. Bei der Bundespolizei bzw. hier beim Bundeskriminalamt kann nur zur Abwehr einer Gefahr einer Person vorübergehend ein Platzverweis erteilt werden. Da geht es nicht um die Verhinderung von Straftaten. Jetzt bestes Beispiel, wenn die Besoffenen dann verwiesen werden von der Feiermeile oder so für die ganze Nacht. Das ist hier gar nicht möglich. Doch wie definieren wir in diesem Zustand hier Gefahr? Ist Weichi eine Gefahr für Ricarda Lang gewesen? Ja oder nein? Die Definition hier, wenn wir das mal als Fachbegriff auslegen, Gefahr ist ein Zustand oder Ereignis, bei dem ein nicht akzeptables Risiko vorliegt und somit die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes besteht. Ein Zustand, bei dem ein nicht akzeptables Risiko vorliegt, hat Weichi hier ins Internet gestellt, indem er gestreamt hat, in welchem Restaurant Ricarda Lang Mittagessen war, und dort haben dann Personen angerufen. In diesem Asia-Bistro hat dann dauernd das Telefon geklingelt und alle wollten mit Ricarda Lang sprechen. Also ist das Ganze hier definitiv ein nicht akzeptables Risiko gewesen, weil die Mitarbeiter vom BKA nicht wussten, wie das Ganze weitergeht. Aber ob damit die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes gestiegen ist, darüber lässt sich wirklich streiten. Doch muss man mal eines sagen, Weichi geht ganz oft über die Grenzen des Möglichen hinaus und kassiert dafür dann auch die ein oder andere Klatsche. Ich verstehe aber auch nicht, was er jetzt so geil daran gefunden hat, sie im Asia-Bistro so lange zu filmen, bis jetzt folgende Situation passiert. Schaut genau zu, die Mitarbeiter des BKA machen einfach nur ihren Job jetzt. Ja, man fragt Frauen nicht nach ihrem Gewicht. Es ist schon hart, Politiker zu sein, ja. Es ist schon hart. Meine drei Fragen, ja. Drei Fragen ins Gewicht. Aber nein. Polizei, machen wir mit dem Stream einmal aus. Oh Gott. Wieso? Wieso? Fassen Sie jetzt meine Kamera an. Wieso? Wieso? Sie befinden sich ab jetzt in einer polizeilichen Maßnahme. Wieso? Wieso befinde ich mich mit Ihnen eine Identitätsfeststellung mache und danach einen Platzverweis? Wieso? Bespreche ich, wenn Sie die Kamera aus haben. Und Frau Lang, das müssen Sie mir schon sagen. Ja, mache ich ja gleich. Sagen Sie mir jetzt den Grund. Hallo? Sagen Sie mir jetzt einen scheiß Grund. Ihnen gerade gesagt, Sie machen die Kamera aus. Dann können Sie sagen mir, ich will nicht mit Ruhe mit Ihnen reden, ich will jetzt wissen, warum ich in einer Maßnahme stecke. Gesagt, ich will jetzt wissen, warum ich in einer Maßnahme stecke. Weil Sie gerade unsere Schutzperson mit Ihrem Verhalten gefährden. Weil ich die filme. Sie sind ja witzig. Ey. Er hat es gesagt, weil Sie die Schutzperson gerade gefährden. Da, also ich finde das teilweise richtig lustig, was Weichi macht. Ich finde das auch gut. Das Problem ist nur hier, er hat den Kürzeren gezogen. Natürlich ist es irgendwann eine Gefährdung, wenn im Internet gestreamt wird vor Hunderten oder gar vor Tausenden von Zuschauern, in welchem Asia-Bistro Ricarda Lang zu Mittag isst. Das gleiche wäre ein Sicherheitsrisiko, wenn Olaf Scholz gefilmt wird, wie er beim Burger King am Tiergarten sich Pommes kauft. Das ist nur mal übertriebenes Beispiel. Man muss das respektieren und man hätte von weiterer Distanz filmen können. Vor allem hätte man filmen können, ohne zu streamen. Das Schlimme ist jetzt, er hat dann noch gesagt, er will auch zu Frau Wagenknecht an diesem Tag und dann haben sie ihm dafür ebenfalls einen Platzverweis ausgesprochen und das ist jetzt wirklich kritisch. Das ist echt kritisch. Man kann jetzt im Nachhinein dagegen vorgehen oder nicht. Im Gesetz heißt es, das Bundeskriminalamt kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten. Das haben sie jetzt mit ihm gemacht, nicht nur hier bei Frau Lang, sondern auch bei Frau Wagenknecht, weil er das gesagt hat. Er hat quasi den Platzverweis bekommen, sollte sich in Grünheide entfernen von dem Platz, wo die Grünen hier Wahlkampf machen, wollte sowieso nach Potsdam fahren zum BSW und Frau Wagenknecht und dafür hat er vom BKA ebenfalls einen Platzverweis bekommen. Was für eine Abwehr einer Gefahr es bei Frau Wagenknecht darstellen sollte, darüber lässt sich wirklich lange streiten. Aber er hat danach die Polizisten faschistisch genannt und dafür eine Anzeige wegen Beleidigung kassiert. Und da muss ich immer wieder sagen, ich kann bei der Polizei anrufen und kriege Auskunft als Presseorgan. Soweit ist das inzwischen akzeptiert von der Polizei. Weichi lehnt sich immer weiter aus dem Fenster und auch sein Presseausweis. Ja, es gibt keinen vorgeschriebenen und dennoch gibt es einen, den sie alle akzeptieren.
Ich versuche ihn zu bekommen und so lange habe ich einfach gar keinen Presseausweis, denn es ist kein einheitlicher vorgeschrieben, deswegen brauche ich mir nicht selbst einen drucken, der mir nichts bringt. Ich brauche den, den sie alle akzeptieren, dann komme ich überall hinein. Schade um Weichi, Platzverweis und Anzeige wegen Beleidigung, das gibt am Ende wieder Strafbefehl und kostet Geld, das ist wirklich unnötig. Dennoch, er hätte einfach ein bisschen klein beigeben können, dann wäre es nicht so dramatisch gekommen. Aber am Ende leben wir auch alle von etwas dramatischeren Bildern. Ich wollte euch das hier aber nicht vorenthalten. Und ja, ich bin gespannt, ob mich vom BKA noch jemand zurückruft. Ich habe heute mit 4 Mitarbeitern vom BKA in Berlin gesprochen. Niemand hat mir § 54 BKA-Gesetz gesagt. Niemand. Wahrscheinlich wissen sie es alle nicht. Weil für mich immer nur die Frage ist, jedes Landespolizeigesetz hat ja ihre eigene Regelung. Da heißt es nämlich dann, die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Abwehr einer Gefahr, einer Person und so weiter. Das ist § 29 im ASOG Berlin. Das ist das allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Land Berlin. Daran muss sich das BKA nämlich gar nicht halten. Und darüber wollte ich mal sprechen mit dem BKA. Ist wohl niemand kompetent genug, mir hier eine Auskunft zu geben? Schade, sie sind wohl alle gerade im Einsatz in Brandenburg, um wieder irgendwelche Platzverweise zu erteilen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du das gesehen bei Weichi oder hast du es nicht gesehen? Abonniere diesen Kanal X und Telegram und bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit, ciao, bis bald.